Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich werde heute mal mein Fazit zum Westbalkan DLC vornehmen. Ja, einige von euch haben natürlich das DLC, ich denke mal der überwiegende Teil. Und für mich ist natürlich jetzt auch mal die Frage, habt ihr euch das alle gekauft oder seid ihr noch im Überlegen? Oder was spricht eigentlich dagegen, falls ihr den Euro Truck Simulator nicht besitzt? Dann ist natürlich alles klar, dass ihr das Westbalkan DLC nicht einfach so kauft. Aber wer von euch ist noch am Überlegen und ich würde gerne mal wissen, warum. Jetzt ist aber die andere Sache. Wie viele Kilometer seid ihr denn ungefähr schon gefahren? Also ich denke mal, ich bin schon ein paar tausend Kilometer gefahren und wenn ich einfach auf die Karte gehe, seht ihr noch ganz, ganz viele rote Stellen, die ich heute noch oder die in den nächsten Wochen noch abfahren muss. Gerade diese schönen kleinen Serpentinstraßen, die sind, ja, beeindruckend. Ja, da hört man schon was. Ich bin jetzt gerade bei 93,48%. Sonst habe ich alles auf 100% abgefahren. Jetzt schreibt mal rein, wie viel Prozent habt ihr denn von der Karte entdeckt? Und seid ihr schon bei 100%? Ja, 17,99 € war der Preis und ich würde einfach mal sagen, steigen wir rein und wir werden natürlich in dieser Folge ein bisschen über das DLC reden. So, die Süße ist am Start. Das Lenkrad werden wir wieder ausrichten und dann gemütlich losfahren. Also, schlussendlich kann man ja sagen, haben wir ja lange drauf gewartet, ja, dass endlich das Westbalkan DLC erscheint. Und ich würde auch jetzt, wenn ich jetzt zurückblickend einfach mal so auf den Preis gehe, sagen, der Preis ist durchaus angemessen. Das, was wir, und das muss ich immer wieder mal erwähnen, von SCS auch kostenlos bekommen und dann die paar DLCs, die kostenpflichtig sind und das Spiel immer weiter, ja, vorantreiben, ist das durchaus ein guter Deal. Ja, wenn man den ganzen Bereich hier, die etlichen 1000 Kilometer Autobahn, ja, Landstraßen oder halt versteckte Straßen hier durchfährt, ist man, glaube, mehr als 20 Stunden unterwegs. Was denkt ihr? Wie viele Stunden wird man brauchen oder ihr persönlich, um den ganzen Bereich hier auf 100% zu fahren? Das könnte durchaus mehr wie 100% sein. Aber bevor ich hier weiterrede, muss ich erstmal ein Schlückchen Kaffee trinken, weil meine, ja, ist alles trocken. Also, ich hatte ja im Vorfeld schon oft genug gesagt, dass mir gerade der Balkan sehr am Herzen liegt. Nicht nur, weil es eine wunderschöne Gegend ist und ich auch gerne da in Urlaub war, gerade in, ja, Kroatien, wunderschönes Land. Die Gegend ist noch mal eine richtige Hausnummer, was der SCS geboten oder uns hier bietet. Ja, diese Abwechslung zwischen Landstraßen, Autobahnen, Sehenswürdigkeiten ist enorm und ich würde durchaus sagen, es ist gegenüber dem letzten DLC nochmal ein Sprung nach vorne. Definitiv. Also das muss man wirklich sagen. Und deswegen habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen, um da hier nochmal schlussendliches Fazit zu ziehen, weil ich ja noch viel mehr sehen wollte. Auch wo ich noch in der Testphase war, die Vorabversion, danke nochmal an SCS. Ja, ihr könnt gerne ein Däumchen da lassen. Hier, das hier. Muss ich wirklich sagen, kam gut bei euch an und ich hatte auch keine großartigen Probleme. Natürlich kann es irgendwo immer zu kleinen Fehlern kommen und da muss ich auch immer noch mal auf die Community zurück, weil ich immer vermehrt, muss ich sagen, höre, dass das Spiel abstürzt etc. und das oftmals an, ja, das eigene Unvermögen, muss ich jetzt manchmal sagen, oder Unwissenheit, sagen wir es einfach mal so. Ja, viele probieren oder einige probieren das mit irgendwelchen Kartenerweiterungen. Ja, zum Beispiel, sage ich mal, die wollen mit der Pro-Mods spielen. Das geht natürlich nicht. Nur ganz kurz, wenn SCS angenommen auf der Standardkarte eine Straße hinzufügt und die Pro-Mods auch diesen Bereich bedient, ja, natürlich gibt es dann Probleme, weil die Pro-Mods oder eine Kartenerweiterung möchte an einem Punkt weitermachen oder es überschreiben, aber dieser Punkt ist einfach im Originalspiel nicht richtig vorgegeben. Also stürzt es ab.
weil eine andere Strecke hinzugefügt wurde. Und jetzt, wenn wir diese Karte jetzt mal sehen, es ist ja riesig, was hier alles geändert wurde. Und die Prons, die hat es ja auch alles hier abgebildet, ne? Somit ist es klar, dass das Spiel dann nicht weiß, was soll ich jetzt laden? Ich stürze ab. Deswegen, oftmals ist es der Fehler, der dann quasi im Spiel oder an irgendwelchen Mods liegt, ja, oder dass der Spielstand kaputt ist. Deswegen nochmal ein großer Hinweis an euch, falls ihr merkt, okay, das Spiel oder es gibt eine neue Version, macht euch mehrere Profile. Ich habe insgesamt wahrscheinlich 10 oder 15 Profile, die ich jetzt hier habe. Und ja, wenn ihr merkt, okay, ihr habt nur zwei oder drei, ihr wollt eine Änderung machen, macht euch eine Sicherheitskopie. Ne, wenn ich jetzt hier bei mir im Menü gehe und ich bin jetzt auf den ersten Profil, hier ist nochmal ein Test. Der ist vom 22.01.23. Sollte ich vielleicht irgendwann mal noch ändern. Ja, nochmal ohne Mods. Und ihr wisst, ah, da könnte was kommen. Ich will eine andere Version probieren. Schreibt euch rein, das ist ein Test für die Version 1.49. Ja, macht alle Mods im Vorfeld raus. Fahrt dann erstmal vielleicht eine Runde ohne Mods. Ja, und dann sollte es eigentlich ohne Probleme funktionieren, wenn ihr dann nach und nach neue Mods ausprobiert. Ja, wenn die Version denn da ist, nicht gleich alle wieder aktivieren, sondern vielleicht zwei oder drei und dann eine Runde fahren, die nächsten und dann seht ihr, was los ist. So, gut, alles klar. Nur mal so ein kleiner Hinweis. Und jetzt sind wir ja schon mal an einem Punkt, der wirklich toll ist. Und zwar haben wir ganz viele Städte, Gemeinden, viele Deko-Objekte, die hier sind. Und ja, gerade das, ja, hier ist ein Gemüsehändler und. Man hat hier wirklich viele Sehenswürdigkeiten und Gebäude, die wahrscheinlich das Haus hier, das wird wahrscheinlich irgendwo anders auch nochmal, vielleicht auf der Karte 5, 6 Mal oder 10 Mal verbaut sein. Die fallen aber nicht so auf, dass die schon mal irgendwo verbaut wurden. Auch gerade bei den Firmen. Wenn wir uns die letzten Jahre so Revue passieren lassen, ja, in den letzten DLCs, dann gab es natürlich irgendwann mal neue Firmen, aber die wurden dann immer wieder gleich so verbaut. Das versucht man jetzt ein bisschen zu ändern. Klar, gewisse Assets werden weiter verwendet, aber das Hinstellen der Gebäude und neue, naja, Zusatzgebäude anzupflanschen, Farben zu ändern, gibt dann nochmal einen ganz anderen Einblick. Und da sieht man, dass SCS da schon einiges gelernt hat, um einen gewissen Wiedererkennungswert, wenn ich zu einer Stadt fahre, dass ich sage, ach ja, ich bin in dieser Stadt. Ja, dafür muss ich jetzt aber noch viel mehr spielen, um dann zu sagen, aha, ich bin jetzt in Zagreb, Belgrad oder etc. Also so weit bin ich noch nicht. Aber die Anfangsphasen von den Euro Truck Simulator sah ja eigentlich jede Stadt irgendwo ein bisschen gleich aus, ne? So, und man sieht hier die Landschaft. Man kommt dann schon irgendwie so rein, wenn ich jetzt die Felsen so sehe, die sehr plastisch aussehen und die Straßen, die dann ja, irgendwo kaputt sind und dann irgendwelche Flecken und. Die sehen sehr nachvollziehbar aus. Und man kommt dann auch so, ich denke mal auch gerade die Leute, die aus der Region kennen oder kommen, die sagen, aha, ja, so eine Art sieht es. Man muss aber natürlich Abstriche machen, wo man sagt, es ist nur im Bereich 1 zu 19, also kann ich nicht alles abbilden. Gewisse Bereiche werden aber auch in einen anderen Maßstab gemacht. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel beim American Truck Simulator so eine Teststrecke von Packard reinkommen, die ist dann 1 zu 1 nachgebaut. Also, und hier wird es wahrscheinlich auch irgendwo Gegenden geben, die dann wahrscheinlich 1 zu 8 oder so einen anderen Maßstab gemacht wird, um einfach so viel wie möglich in einen kleineren sehenswerten, ja, Teilabschnitt der Karte deutlicher hervorzuheben. Das ist natürlich klar. Es ist natürlich nicht alles positiv. Das, was ich vielleicht so als negativen Punkt, aber das ist wirklich
ganz, ganz weit, naja, ich würde mal sagen, von meinen Wunschträumen, ja, ist, dass gewisse Spielmechaniken noch mehr irgendwie in den Fokus genommen werden sollten, wenn so ein Update kommt. Ich würde mir auf jeden Fall mehr wünschen, dass man ja so Interaktionsmöglichkeiten. Wir haben ja hier diese Röntgensache, wo wir durch so ein Röntgen-Terminal fahren, ne? Solche Sachen würde ich mir noch mehr wünschen, was zum Beispiel so ein LKW-Alltag oder ein Fahrer immer so betrifft. Ob es jetzt Staus sind, wo man quasi eine, naja, ich würde mal sagen, eine Rettungsgasse betrifft oder Polizei, die jetzt hier so rumfährt und allgemeine Kontrollen und und. Das würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen feiern, dass gewisse Herausforderungen sind, kleine Straßen, die wir abfahren müssen und ja, dann kommt vielleicht ein Fahrzeug von vorne und wir müssen dann nochmal ausweichen, rückwärts fahren und. Das wären so eine kleinen Features, ne, die man irgendwie noch einbauen könnte. Ob das das Spiel überhaupt. Ja, oder sowas hier. Das Auto fährt einfach hier vor ein. Wir müssen reagieren. Wir haben versagt. Naja, das ist. Das ist wahrscheinlich der KI geschuldet, aber naja, was soll's machen? Wir werden jetzt einfach mal wieder weiterfahren. Ah. Ich rede jetzt gerade davon und dann muss sowas in der Art passieren. Schön ist natürlich auch, dass sie versucht haben, regionale Firmen Andeutungen so ein bisschen ins Spiel reinzubringen. Ja, dass Werbung, die an reellen Firmen ein bisschen angelehnt sind. Also ich bin jetzt nicht so im Team, aber die zwei Mädels, die sich darum gekümmert haben, haben auf jeden Fall einen guten Job gemacht, sowas hier umzusetzen. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob jetzt Werbetafeln, ich meine jetzt allgemein so Beschilderung, Werbetafeln und. Hier dynamische Schilder habe ich jetzt nicht ganz so betrachten können oder noch, oder mir ist es noch nicht aufgefallen, dass man da wie beim American Truck Simulator eventuell auch mal originale Firmen reinmacht. Wie sie es jetzt auch gemacht haben, dass ja, Personen oder Firmen irgendwo sagen, hey, wir brauchen Fahrer und. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Solche Events würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wenn irgendwas Besonderes ist, dass man das irgendwie in der Region sieht. Da ist die Firma XY. Wir suchen Fahrer und ja, die können ja auch dann eventuell einen kleinen Obolus da lassen. Also ich hätte jetzt kein Problem damit. Das originale Firmen. Es gab ja auch schon mal Ideen, auch glaube ich schon mal Gespräche, sowas mal reinzusetzen, weil in vielen großen AAA-Spielen, man braucht nur FIFA angucken, ja, da sind so viele Firmen drin, die ihre Marke drin lassen. Warum nicht auch hier große Firmen? Ja, man kann es ja durchaus so machen, dass man im Menü, man hat ja hier Möglichkeit im Menü, wenn ihr hier reingeht bei Online, hat man ja hier dynamische Werbetafeln. Ja, dann vielleicht noch einen Headliner reinmacht, Original Werbefirmen im Spiel, ob nun auf dem Trailer oder. Ja, dass man hier den Haken reinmacht. Hier, wie gesagt, dynamische Werbetafeln habe ich jetzt noch nicht gesehen. Spotlight-Bilder, bla bla bla. Und dass man dann sagt, ey, ich will das jetzt nicht, dass da jetzt irgendwo ein DHL-LKW rumfährt oder eine andere ansässige Firma, die dann quasi SCS quasi damit unterstützen. Man kann das ja auch im Vorfeld, bevor man das Spiel lädt, machen. Und für alle, die das aktiviert haben, vielleicht im Vorfeld, wenn man das Spiel laden tut, ja, dann kann man diese Lackierung auf den LKW oder auf den Trailer nutzen. Ich denke mal, das könnte vielleicht an den LKW-Firmen liegen, die dann sagen, naja, nee, wir wollen unseren LKW haben und nicht jetzt eine DHL-Lackierung oben
Könnte ich mir vorstellen. Oder SCS, so wie es manchmal so ist, hat sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Aber wenn denn zum Beispiel, ich sage jetzt einfach DHL, weil jeder das kennt, dass man dann irgendwie, ja, für den Spieler was Kostenloses, Lackierung oder irgendwelche Kleinigkeiten. Man kann dann auch ein schönes World of Trucks Event machen, fahre die Pakete express ohne Beschädigung und. Könnte man schöne World of Trucks, weil das wäre ja andauernd, könnte man da ein World of Trucks Event machen. Nicht mit großer Herausforderung. Ja, hier hinten ein schönes beleuchtetes, so wie ich jetzt der Disco hier hinten drin habe. Dann ein DRL beleuchtet und. Hier so eine Gimmicks. Ich mag ja alles, was so ein bisschen beleuchtet ist. Ja, würde ich durchaus gut finden, weil vor einigen Jahren hat ja selbst SCS mal gesagt, die wollen den World of Trucks Bereich weiter ausbauen. Warum nicht mit sowas? Also ist nur meine Meinung. Ja, aber auch gerade so mit den Frachten. Ja, dass man da noch irgendwie mit den Schwertransportaufträgen hätte ich mir auch gewünscht, dass da vielleicht andere Frachten noch mit ins Spiel kommen. Weil wir kriegen zwar immer zu den DLCs noch 2, 3 bis 4 Strecken dazu, aber jetzt nicht irgendwie schöne Frachten oder sonstige Sachen. Ja, wir brauchen jetzt nicht über Wechselbrücken etc. reden, deswegen habe ich jetzt auch keine Wechselbrücke genommen. Ja, das Thema, das weiß SCS selber. Ja, und jetzt großartige Wünsche. Weitergehend zum Euro Truck Simulator. Die nächsten 5 bis vielleicht sogar 10 Jahre werden wir hier definitiv noch Spaß haben. Ja, und ich denke schon, dass SCS auch die nächsten 5 Jahre das Spiel unterstützen wird. Das brauchen wir uns dann keine Gedanken machen, wo die Reise danach hingeht, ob es wirklich denn Skandinavien ist. Das werden wir wahrscheinlich zum Jahresende mitbekommen, wenn der Chef, also Pavel, dann im Livestream ganz kurz erzählt, wo die Reise hingeht. Oder wir merken, wenn zum Beispiel die Schweiz überarbeitet wird, kann ja möglich sein, dass es dieses Jahr noch kommt, dass wir dann schon die ersten News bekommen, wo die ein Rework von, ja, Skandinavien DLC machen. Da, wenn sie das machen, kann man eigentlich eins und eins zusammenzählen und sagen, die Reise geht dann vielleicht nach Nord- oder Mittelskandinavien. Muss man mal sehen, ja, was sie da machen. Ja, warten wir einfach mal ab. Schlussendlich kann man eins sagen, ich bin echt, also beim, ich sage mal, hier Iberia DLC, das fand ich ganz gut. Ja. Da fand ich aber das DLC davor, Road to the Black Sea, interessanter, gerade wegen den Landstraßen und weil man da halt irgendwie mehr sieht von der Gegend und mehr auch mitbekommt, wie das Land ist. Das ist ja auch immer so, so eine Sache, ne? Ein Land zu kennenlernen. Wenn man nicht überall war, dann lernt man das neu kennen. Aber ja, hier zum Beispiel schöner, ja, Kreisverkehr hier mit so einem Blumen und das alles, das ist alles schön. Lernt man das irgendwie so ein bisschen kennen, aber wenn man nur auf der Autobahn ist, dann merkt man natürlich nicht alles, ne? Ja, und man merkt es auch landschaftlich, der American Truck Simulator ist in vielen Bereichen, in vielen, ja, DLCs deutlich schöner. Aber das hier ist, sind sie endlich auf den gleichen Level, weil die Landschaft hier auch so unterschiedlich ist. Ne? Also mal so eine Felsen, dann Berge und dann hat man hier wieder eine freie Sicht und die Bäume und so. Das ist, ja, gefällt mir definitiv. Und meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht, sie wurden bestätigt. Ja, das heißt ja nicht, dass Iberia enttäuscht war. Ich war zufrieden. Im Nachgang schön, dass sie dann daran noch mal gearbeitet haben und noch zwei solche Überlandstraßen reingebaut haben. Das finde ich gut. Und hier genau sowas hier, ja? Dann sind hier irgendwelche Leute und jetzt sieht man auch wenigstens mal eine Matroschka. Ja, und die Gesichter sehen deutlich besser aus an den neuen, ja, Personen. Guck mal hier, das ist eben, den kennen wir schon ewig, ne? Johnny. Aber hier Edeltraut. Ja?
Die ist auf jeden Fall gezeichnet vom Leben. Die haben wir ja schon lange. Also die ist definitiv, würde ich sagen, neu. Im Maximus habe ich noch nicht gesehen, aber naja. Ja, und dass man jetzt auch neue KI-Fahrzeuge, die sind halt so landestypisch sind, auch hier ins Spiel reinbringen. Also man merkt, sie wollen da deutlich mehr reinbringen in der Kartenerweiterung. Und das kriegen sie definitiv hin. Ja, 30 Städte, wenn ich jetzt da unten sehe, 30 Städte, 22 habe ich schon abgefahren. Das ist schon beachtlich. Ja, und wir sind jetzt auch gleich hier, weil die Zeit ist so schnell vergangen. 20 Minuten gequatscht und der Kaffee ist noch nicht mal ausgetrunken. Was ist da los? Was mich aber, wie gesagt, interessieren würde, ja, um jetzt schlussendlich einen Schlusspunkt zu machen. Wie findet ihr das? Habt ihr mehr erwartet? Ups, Bus weggespawnt. Schnellreise. Ja. Habt ihr mehr erwartet? Seid ihr komplett zufrieden? Sagt ihr, der Preis ist total angemessen? Ihr hättet auch mehr bezahlt? Oder ihr kriegt es erst zu Weihnachten? Und ich habe mich vorher gar nicht irgendwie teasern lassen. Man muss auch sagen, wenn man jetzt rückblickend einfach mal so guckt, der Euro Truck Simulator ist eine feste Nummer im Simulationsbereich mit dem LS und vielleicht noch den ein oder anderen Simulationsspiel. Ja. Aber es ist nicht mehr die Hochzeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir haben jetzt durch die World of Trucks Events natürlich richtig viele Spieler wieder, um die 50.000 bis 60.000, die dann auch am Wochenende das Spiel anreißen. Das wird dann wieder auf 30 runtergehen. Da brauchen wir uns eigentlich gar keine Gedanken machen. Mich würde mal interessieren, wie viel überhaupt das Spiel haben. Wie viel immer mal wieder anfangen zu spielen, wenn was Neues kommt, denn aber es wochenlang liegen lassen und sagen, okay, ich spiele jetzt erstmal nicht und spiele das vielleicht erst im Winter wieder. Ja, gerade die schon von der Anfangszeit angefangen haben. Man muss wirklich sagen, wenn man das jetzt 10 Jahre oder über 10 Jahre spielt, irgendwann ist der Punkt auch erreicht, wo man dann sagt, oh, ja, reicht erstmal. Und für mich ist jetzt gerade, wenn ich das hier alles wieder sehe, so, boah, geil, ich habe wieder richtig Lust. Ja, muss ich sagen. Ja, das ist halt, ja, man wird halt auch älter, ne? Und sage ich immer wieder, guckt euch mal woanders auch mal um. Und wenn was Neues kommt, ja, kann man wieder mal eine Runde drehen. Aber so wie früher jetzt jeden Tag so zu fahren, das ist bei mir auch schon, muss ich sagen, vorbei. Also ich manchmal brauche ich so 1, 2 Tage, jetzt hier am Wochenende. Ich werde dann vielleicht morgen wieder, ja, morgen werden wir wieder unterwegs sein. Bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin jetzt richtig. Morgen werde ich wieder live sein mit dem Euro-Truck-Simulator. Ich nehme das jetzt hier am Dienstag auf. Ja, dann seht ihr schon, wie ich das immer vorplane alles. Dann werde ich da meine Runden drehen. Am Dienstag, warum müssen wir jetzt hier reinfahren? Guck mal, jetzt sind hier so ein schönes großes Tor, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da rein muss. Nee, ich muss da nicht rein. Aber wir hätten, glaube ich, auch reinfahren können. Ja, wir hätten da reinfahren. Und hier die Straßen. Dann steht hier einfach mal so ein Deko-LKW und. Ja, schön. Und dass die Gebäude in der Entfernung auch nicht so aufgeklebt sind, dass sie wirklich, ja, dargestellte 3D-Modelle sind. Ne? Das ist definitiv super. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal einen ganz entspannten hier. Ach, das ist ja hier vorne. Und dann werden wir die Fracht mal abgeben. Und dann sind wir sicherlich schon ein bisschen weiter. Und schau mal ab, ob wir jetzt schon 94% der Karte aufgedeckt haben. Schreibt mal rauf, wie viel ihr habt. Na, da ist noch viel Luft nach oben. Ja, wir sind jetzt hier diese schöne Straße hier abgefahren. Ah, hier ist auch noch so ein Punkt, wahrscheinlich eine Tankstelle. Und gerade auch sie hier, so eine Serpentinstraße. Ey, so viel Abwechslung hier.
Mann, 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 auch gerade hier den Süden, ob dann wirklich Griechenland und hier vielleicht die Türkei dann auch nochmal ins Spiel kommen, hier auf die Inseln, das, wow, das wird bestimmt auch nochmal richtig schön, wenn das Wasser so richtig schön türkisblau ist, oh, wo man einfach nur noch Urlaub machen möchte. Ja, hier ist noch viel rot, also werden wir definitiv noch viele Sendungen sehen. Und ja, vielleicht sehen wir heute Abend noch ein Video. No, guckt einfach mal rein auf den Kanal, vielleicht kommt da noch was. Aber ja, dann genießt noch mal den schönen Tag. Ich hoffe, der ist schön. Ich kann nicht in die Zukunft gucken und lasst ein Däumchen da. Also, ich muss einfach nur sagen, ich bin mehr als zufrieden mit den neuen Westbalkan-DLC. Mit diesen Worten mache ich einen Fisch und sage, ihr seid die Besten, haut rein. Wir sehen uns bald wieder live. Bye, bye.